Los geht's mit der möglichen Meisterkrönung. Bei einem Sieg gegen die Austria die 9. in Serie für Red Bull Salzburg. Das bedeutet zugleich, dass alle 8-Jährigen noch nie ein anderes Team mit dem Meisterteller erlebt haben. Den Beweis, dass es das aber mal gab, können wir anhand dieser Bilder liefern. Ausgerechnet in Salzburg hat damals genau der heutige Gegner Austria Wien mit dem aktuellen Sportdirektor Ort Lechner den bereits davor erhaltenen Meisterteller mitgebracht. Der damalige Erfolgstrainer Peter Stöger könnte am Freitag neuer ÖFB-Teamchef werden und Manfred Schmidt will heute als Cheftrainer zum Partycrasher werden. Red Bull Salzburg hat übrigens bereits Vorkehrungen für den bevorstehenden Abgang von Karim Adeyemi wohl zu Dortmund getroffen. Der 23-jährige Brasilianer Fernando dos Santos wurde bis 2027 von Donetsk verpflichtet. Weitere Junge drängen dazu nach, wie der 9. Finaleinzug der Jungbullen in das Youth League-Finale bezeugt. Nach dem 5:0 gegen Atletico Madrid geht es morgen, wie beim Titelgewinn übrigens 2017, gegen Benfica Lissabon um den Titel. Bei Gegner Austria rechnet man nach den nachgereichten Unterlagen wohl mehr mit dem Lizenzerhalt als heute mit dem ersten Sieg in Salzburg seit 2014, Roland Hönig. Ja, genau, seit 2014 hieß der österreichische Fußball-Bundesligameister immer Red Bull Salzburg. 8 Jahre in Folge und der letzte Nicht-Meister aus Salzburg, der nicht Red Bull Salzburg hieß, das war Austria Wien im Jahr 2013. Matthias Jeißle im feinen Zwirn an der Seitenlinie. Die Austrien in weißen Ausweistrikots mit violetten Namen und Nummern drauf. Kapitän Markus Suttner, der nach dieser Saison seine Karriere beendet, holt hier die Pfeilchen zusammen. Bilden einen Kreis und schwören sich hier ein. Manfred Schmidt mit dunkler Jacke, darunter ein dunkler Pullover. Aus der Fans sind auch viele mitgereist nach Salzburg im Auswärtsblock. Da gibt es violett-weiße Fahnen, die geschwenkt werden. Und gleich mal nach wenigen Minuten, zweite Spielminute, geht es da über Seiwald. Dann kommt der Kamara durch. Kamara will einen Schuss andeuten. Immer noch Kamara vor dem 16er. Schießt, Schuss wird geblockt. Ball kommt nochmals durch. Und dann steht es 1:0. Denn Noah Okafor, der schaltet am schnellsten um und stellt in der zweiten Minute auf 1:0 für Salzburg. Das 9. Saisontor des Schweizers. Kamara schießt, der Ball wird geblockt von Lukas Mühl und noch einem Salzburger, dem Abpraller. Den holt sich dann mit etwas Glück nur Okafor, setzt sich durch im 1 gegen 1 gegen Markus Suttner und Okafor schiebt mit links ins rechte Untereck ein. Keine Chance für Patrick Penz. Die Anfangsphase gehört nur Salzburg. Wieder spielen sie schnell in die Tiefe. Da geht Aronson vorbei an Lukas Mühl, der legt auf für Adeyemi. Adeyemi mit der Riesenchance in Minute 9 auf das 2:0. Aber Patrick Penz macht die kurze Ecke zu und pariert sehenswert für die Austria. Es bleibt beim 1:0. Wieder ein hoher Ball nach vorne von den Salzburgern. Salzburg drückt drauf, presst an, steht hoch. Lukas Mühl verliert den Zweikampf hier gegen Okafor. Der sieht links Adeyemi am 16. Adeyemi, erster Ballkontakt, zweiter Ballkontakt, Schuss. Und der Ball ist wieder drinnen. 2:0 für Salzburg, 18 Minuten gespielt, aber sehr, sehr unglücklich für die Austria und sehr, sehr glücklich für Salzburg. Hier setzt sich Okafor durch, sieht am 16er links Adeyemi, der schießt mit links und ganz unglücklich fälscht Austrias Sechser, einer, der auf der Sechserposition spielt, der Leihspieler von RB Leipzig, nämlich Erik Martl, den Ball mit dem rechten Fuß ab, unhaltbar abgefälscht und damit hat Patrick Penz keine Chance, sonst wäre wohl der Austria-Goal am Posten gewesen, aber am falschen Fuß dann erwischt. Adeyemi mit seinem 17. Saisontor für Red Bull Salzburg. Die Austria versucht dann, sich ein bisschen zu befreien. Hier gibt es ein Foulspiel von Martins. Da bleibt Christensen liegen. Das Spiel geht weiter. Sucic bekommt den Ball und schiebt 1:3:0. Luka Sucic, 28 Minuten gespielt. 10 Minuten nach dem 2:0. Eigentlich ein Foulspiel an Christensen von Martins. Der Schiedsrichter Walter Altmann aus Tirol lässt aber weiterspielen. Ein super Pass in die Tiefe dann von Nicolas Seiwald. Und Sucic springt in die Tiefe, schiebt mit links flach ins rechte Untereck ein. Sein 7. Saisontreffer. Zur Pause steht schon 3:0 für Salzburg. Eigentlich schon eine Vorentscheidung. Meistersekt oder das Bier ist wahrscheinlich schon eingekühlt für die Party. Danach dann ein Fehler im Spiel auf bei der Austria. Atsu Jukic verliert den Ball in Stange. Pass zur Mitte von Adeyemi. Und dann Martins gegen einen Gegenspieler im Zentrum, nämlich gegen Sucic. Zunächst lässt Schiedsrichter Altmann weiterspielen. Schaltet sich der VAR ein. Es gibt einen On-Field-Review. Also Walter Altmann schaut sich die Szene selbst an und letztendlich löst er auf, dass es einen Kontakt gab und Martins hatte schon gelb und sieht dafür gelb-rot. Elfmeter für Red Bull Salzburg. 54. Minute, Brandon Aronson, der US-Amerikaner, gegen Patrick Penz. Aronson verlädt Penz in die falsche Ecke und es steht 4:0 für Red Bull Salzburg. Brandon Aronson,
keine Chance für Patrick Penz, der schmeißt sich in die rechte Torwartecke im gelben Torwarttrikot. Aaronson verzögert kurz beim Anlauf und schiebt flach ins rechte Untereck ein. 4-0. Und die Austria mit einem Mann weniger am Feld nach der gelb-roten für Martins. Und Salzburg hat noch nicht genug. Die Austria kommt überhaupt nicht ins Spiel heute. Nochmal die Salzburg über die linke Seite. Nächster Schuss an die Querlatte. Ja, da hatte die Austria Glück. Penz war noch dran. Gut durchgesetzt durch zwei, drei Gegenspieler. Und Penz pariert den Ball und lenkt ihn an die Querlatte. Die Austria dann mit einem weiten Ball. Wechselpass links rüber. Da taucht dann mal Can Keleş auf. Am linken Flügel Keleş mit dem Schussversuch, reißt aber der Schuss ab und Ball geht dann weit neben das Tor. Omar Soli wäre auch noch reingerutscht, der Defensivspieler der Salzburger. Ja, die Salzburg-Fans hüpfen schon auf und ab. Karim Adeyemi schreibt schon Autogramme, wurde schon ausgetauscht und unterzeichnet ein paar Eintrittskarten. Vielleicht schon die letzten Autogramme bald im Salzburg-Trikot, soll nach Dortmund gehen. So, dann nochmal die Salzburger Hoherball in den Strafraum. Da kommen wir mal Junior Adamo und da gibt es einen Zusammenstoß zwischen Junior Adamo und Lucas Galvao. Der Austria-Innenverteidiger will den Ball wegspielen, blockt dann Junior Adamo den U21-Teamspieler. Es gibt Elfmeter. Mo Camara schießt ein zum 5:0. Mohamed Camara, sein zweites Bundesligator überhaupt in seiner Karriere, sein erstes Saisontor. 85. Minute, 5:0, halb hoch. Der zweite Strafstoß an diesem heutigen Abend oder Nachmittag, wurde schon um 14.30 Uhr gespielt, die Partie. Für Red Bull Salzburg, Mohamed Camara. Und dann spielen das die Salzburger locker zu Ende. Das ist der Schlusspfiff und dann steht es auch fest. Und die Bierdusche gibt es. Maximilian Wöber duscht gleich mal. Matthias Jeißle, auch Walke, Adeyemi. Ah, da brechen alle Dämme. Die Bierkrüge werden ausgepackt. Auch Christensen bekommt eine Bierdusche ab. Red Bull Salzburg ist zum 9. Mal in Folge Meister. Da wurden auch Meistershirts ausgeteilt. Da steht hinten weiß Meister drauf und die Rückennummer 9. Heute ist ein geiler Matthias Tag. Jeißle. Auch die Art und Weise heute, wie wir auf dem Platz unterwegs waren. Ich glaube, das ist so ein, ja, die Krönung auch. Und jetzt haben wir den Titel in der Hand. Kann uns keiner mehr nehmen, von dem wir ja, durchpusten und jetzt auch mal genießen und feiern. Schön, dass wir das zu Hause heute fixieren können. Überragend. Überragendes Spiel auch gewesen, muss ich sagen. Und von Beginn an, wie wir reinkommen sind, wie wir aufgetreten sind, hat man schon ein gutes Gefühl gehabt, dass wir das heute unbedingt den Titel fixieren wollen. Stimmung war top. Fans waren da. Wir haben überragend gespielt heute, viele Tore geschossen. Ich glaube, top Abschluss, so kann man den Titel holen. Jetzt ist es der 9. Meistertitel in Serie. Viele sagen, da werden noch viele kommen, die Serie wird weitergehen. Wie schätzen Sie das ein? Nicolas Seiwald. Ja, ich denke auch, wenn wir so weiterspielen, wenn wir so weiterarbeiten in Salzburg, dann ist schwer, dass man den Meistertitel von Salzburg wegkriegt. Und das ist natürlich unser Ziel, immer einen Meister holen. Wollten eigentlich schon, Markus, dass die Meisterfeier schon verschieben um eine Woche oder um ein paar Tage. Ist uns nicht gelungen, weil wir einfach leider nicht unseren Matchplan verfolgt haben. Wir haben einen in die Karten gespielt, haben einen genau da ins Pressing reingespielt, dreimal erste Halbzeit, wo sie uns gefressen haben. Ja, kann man nur gratulieren. Manfred Schmidt. Also hochverdienter Meister, das ist eine Mannschaft, die überall in Europas Ligen gute Figur machen würde. Der Trainer, der Matthias mit seiner Mannschaft, mit der ganzen Staff, der Verein, machen ja schon über Jahre gute Arbeit. Also, dass die Glückwünsche aus Sicht der Veilchen, Fairplay von Manfred Schmidt und Co. Aber Salzburg jubelt über den Meistertitel und das zum 9. Mal. Nochmal ein paar Fotos und Glückwünsche am Rasen unten auch mit Sportdirektor Christoph Freund, der auch nass geduscht wurde. Ja, Gratulation an die Salzburg, auch wenn es mittlerweile ein alter Hut ist, dass sie den Titel holen. Neu ist dagegen der Rekordhalter, nämlich Matthias Jeißle mit 34 Jahren und 19 Tagen. Ist er damit der Jüngste, der das geschafft hat, in Österreich sich den Titel zu sichern und hat damit unseren Chefexperten Herbert Bohaska abgelöst. Der war damals 35. Den nächsten Titel für die Salzburger kann schon in einer Woche geben, nämlich im Cupfinale gegen die SV Ried. Ab 16.40 Uhr sind wir natürlich live in Rolf 1 mit dabei.